Jo, meine lieben Zombie-Jäger, ich muss ja sagen, willkommen zurück. Willkommen zurück zu State of Decay 2. Ja, so, viele von euch haben jetzt den Drug Dealer Simulator hier erwartet. Ich muss aber sagen, ich hatte keine Lust auf Drug Dealer Simulator. Und ich bin ja zum Glück ein YouTuber, der kann spielen, was er möchte, worauf er Lust hat. So, und deswegen sind wir jetzt wieder bei State of Decay 2, weil ich habe mich mittlerweile reingefuchst. Ich habe es jetzt schon ein bisschen gespielt. Und weiß mittlerweile, worauf es ankommt, so. Ja, wir starten noch eine Gemeinschaft. Überspringen das Tutorial, weil wir es schon beim ersten Mal hatten. Ich muss noch ganz kurz was gucken bei OBS. Der hatte nämlich jetzt mein, gut, okay. Der hatte nämlich jetzt, mein Mikrofon nicht mehr drin gehabt. So, jetzt würde ich sagen, wir können uns die Karte aussuchen. Ich möchte allerdings keine Karte spielen, die ich schon gespielt habe. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich nämlich gespielt und da bin ich auch gerade bei. Und ich glaube, die habe ich auch schon gespielt. Ich glaube, das wird die Karte sein, die wir zusammengespielt haben, wo wir aufgehört haben. Deswegen nehme ich die einfach mal. Wir nehmen die Standardzone, ne? Oder ganz, das Spiel lebt es ganz in Ordnung, so, Bob. Und nachdem wir dieses jetzt durchgespielt haben, so, werden wir Dingsen. Werden wir auch Heartlander spielen. So, ich habe den Bonus hier freigeschaltet, weil ich, wie gesagt, schon einmal durchgespielt habe mit Baumeister und so. Strom und Wasser für die komplette Basis ohne Benzinkosten oder ohne Bedrohung. Finde ich gut, wir nehmen das mal. Weil Bedrohung haben wir sowieso immer massiv für den ganzen Kraft. So, jetzt können wir hier gucken. Das sind Leute aus meiner Gemeinschaft. So, solche. Da seht ihr schon, wir haben sie unglaublich, die sind aufgepusht, das geht nicht mehr. Entschuldigung. Frosch im Hals. So, hier kann ich, das sind jetzt alles Leute aus meiner jetzigen Gemeinschaft. Wieso kann ich, hä? Ich möchte aber andere Charaktere, ich will nicht die weg. Wieso kann ich nur die drei aussuchen? Ich will keine neue Leute, die ich aussuchen kann hier. Also aus meiner vorigen Gemeinschaft. Was ist denn der Kack? Was ist denn der Kack? Hallo? Wieso kann ich nur die drei aussuchen? Pff, müssen wir die nur nehmen? Obwohl, eins, zwei. Okay, sind vier aus meiner alten Gemeinschaft, aber ich finde das doof. Kann ich keine neuen? Video über den. Ja, ich würde ja gerne. Ja, ich verlasse das einfach nochmal. Ich versuche mal nicht den Bonus da zu nehmen. Vielleicht können wir dann andere haben. Ich will die Dings hier. Soll ich annehmen? Standardzone. Ich lasse den Bonus jetzt mal raus. Weil ich will neue überleben. Ich will nicht die gleich. Also, es ist zwar schön, sie zu haben oder so. Aber die sind schon so hochgepusht auch, weißt du? Nö. Ah, alles klar. Okay. Ja, ich verlasse es nochmal. Okay, man muss einfach auf zufällige drücken, okay. Aber man muss einen der standardisiert, also von den Bekannten nehmen, ne? Habe ich das gerade richtig gesehen? So. So. Ja, für wirklich gut, dass das da aussieht wie so ein Auge. So, zack. Fortsetzen. Zack. Sehr schön. Ich möchte gucken, dass wir hier unten so Dinge haben, die wichtig sind. Und ich finde das eigentlich schon ganz gut. Wie sieht's bei dir aus? Mechanik. Perfekt. Das finde ich perfekt. Mechanik, Versorgung und Medizin. Wen haben wir denn da? Tomiko, Noemi und Marielle. Marielle. Gut. Dann lass uns mal reingehen. Ich weiß nicht, was das ist, was wir. Doch, das hatten wir. Guck, das. Da. Da haben wir unsere erste Gemeinschaft. Ja. And we're empty. Again. So, whose turn is it to find more fuel? Not me. Last time, a juggernaut almost ripped me in half. I have a better idea. We could settle down here instead of moving on. I admit, it looks better than the last couple of towns we came through. Now that you mention it.
does feel kind of homey. It's settled. This town is where we'll set up our new base. We just have to find a spot that's defensible, maybe with some room to expand. So, also erstmal muss ich sagen, dass ich diese Mimik der Leute bei dieser Cutscene immer total Dings finde, ja. So, dazu kommt, was unterscheidet sich jetzt von, ja, vom Tutorial-Anfang? Das kriegt man denn die ganze Zeit? Ach ja, State of Decay feiert gerade 2 Jahre Geburtstag. Mann! So, was unterscheidet sich bei den beiden Sachen? Gut, das ist ganz einfach. Das hier, ihr seht ja, hier fangen wir an, dass wir mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind, überall geguckt haben. Genau. Dass wir geguckt haben, wo es mal Vorräte gibt, etc. Und sind hier gestrandet, weil bei uns das Benzin alle ist, so. In dem normalen, was wir damals gestartet haben, im Tutorial, hatten wir anfangs so ein bisschen Story-Ding, ne? So von wegen, unsere Freundin wurde gebissen und dann mussten wir erstmal gucken, wo kriegen wir Serum her und so weiter. Das haben wir hier nicht. Weil danach ging es ja normal weiter. Das ist, also nach diesem kurzen Anfangsstory geht es im Grunde genauso weiter wie hier. Also wie normal. So. Immer diese Snacktüten. Ich muss ganz ehrlich, ich benutze die nicht. Ich benutze diese Snacktüten nicht. Oh, ist schon bewohnt. Wir können da nicht wohnen. Schade. Okay, now this shouldn't take long. So. Jo. So, dann das müssen wir jetzt übernehmen. Dort ist nicht sicher. Was ist denn noch hier? Ah, hier auf der Toilette. Hängt halb im Berg drin, finde ich auch gut. So. Ich zeige euch gleich was, bevor wir das Ding, wenn wir das Ding jetzt hier eingenommen haben. So. Und das. Sehr schön. Wir müssen natürlich jetzt haufenweise Sachen besorgen. Stopp. Ja, du kommst mit. Ja, siehst du, wir haben Wasser und Benzin schon. We'll need them to improve this place. Ja, wir lagern jetzt. Okay. So, was ich euch sagen wollte. Hiermit kann man unglaublich cheaten. Weil du kriegst mit dem Independence Pack, ich glaube, es ist zum Independence Day in Amerika, gibt es dieses Pack. Anscheinend haben sie es auch nie wieder rausgenommen. Okay. Und damit kriegst du, ja, was kriegst du damit? Du kriegst damit echt so einen Raketenwerfer. Das soll zwar Dings sein, Feuerwerk und so. Aber du kriegst alleine mit so einer 20er Salve von diesem Raketenwerfer ein Seuchenherz kaputt. So. Und das ist schön, wenn du es schnell haben willst, ja. So, es wäre aber, ist aber so eine Form von Cheating auch, muss ich mal ehrlich sagen. So, ich würde jetzt erstmal zu Bett. Genau, guck mal, auf die Tankstelle, das ist gut. Können wir wenigstens Benzin für unser Auto holen. Da vorne nascht jemand. Na, Schnuggi. Aua. Gott, Tominico ist aber auch gut. So, was ich noch gemacht habe, das habe ich jetzt hier vergessen. Kann ich gleich mal machen. Und zwar habe ich der Gruppe immer ein gleiches Outfit gegeben. Also, dass man sie erkennt, die gleiche Farbe. Das werde ich hier auf jeden Fall auch machen. Ach, da kriegt einer, alles klar. Oh nein. Denkst du, ich sehe den Screamer da hinten nicht? Ich habe keine Waffe. Ich kann den jetzt gerade nicht abknallen. So, die sind unglaublich wichtig, weil wir haben ja damals zum Beispiel aufgehört, weil uns immer Reparatursachen auffehlten fürs Auto. Warum nicht? Relax, we've done this plenty of times before.
gerade sagen. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wie man sich die Dinger selbst baust. This is going to be a good day. Und dafür sind halt auch diese Ersatzteile wichtig. Wo ich ja damals aber natürlich sagte, was soll ich damit? Ja, die sind eigentlich sehr, sehr wichtig. So, gucken wir mal. Guck mal hier, Autobenzin. That's not going to fit. Ich bin sogar mal so frei und breche das einfach mal auf. So. Sehr schön. Dann können wir nämlich gleich mal unser Auto holen. Ich brauche eine Waffe. Obwohl, wir können ja mit dem Auto das Ding überfahren. Damit. Nee, können wir den Kram nicht so mal aufbrauchen. No more of that. Joa, ist in Ordnung. So, jetzt laden wir erstmal das Zeug hier auf. So, und dann auftanken. Da. Finde ich gut, dass wir übrigens so ein Auto schon haben zum Anfang an. So. Ich habe auch ganz viele Eigenarten entwickelt, als ich selbst gespielt habe. Also das werdet ihr alles kennenlernen und damit werde ich euch nerven und ja, so, guck mal rein hier. Zuerst mal fahren wir den Screamer um. Ich weiß nicht, ob diese Theorie stimmt. Nie nachgeguckt, aber ich habe die Theorie, wenn ein Screamer in der Gegend rumläuft und du den zu lange rumlaufen lässt, dass der sich irgendwo festsetzt und dann da ein Infektionsherd gründet. Und Infektionsherd bedeutet, dass es immer mehr Horden gibt und... Das Gute ist, bis jetzt haben wir noch keine Seuchenverbreiter gefunden. Oder wird nicht getroffen. Das ist auch eine Medizin, oder? Ich meine, hier ist der First Aid. Boah, so ein bisschen. Da ist nichts. Ich hätte gehofft, dass wir hier vielleicht nochmal so ein bisschen Materialien finden, aber es wird wahrscheinlich wieder Benzin sein. Also das sind Sachen, die ich auch am meisten mit verbrauche. Benzin und Reparaturkits. Empty. Ist. Gut, hier gibt es keine Materialien für uns. Ach stimmt. Ich bin doch doof. Warum gehe ich nicht mal kurz da oben hoch? Oh fuck. Rein da. So, patsch, patsch. Warum ich jetzt sage, oh scheiße, das Problem ist, wir haben jetzt noch... Wir haben jetzt noch kein... Keine solchen Proben und können auch noch kein einziges, kein Gegenmittel herstellen. So, gehen wir mal hier hoch. Gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Weißer Wohnwagen. I'll be finished with this before you know it. Da könnte was drin sein, klar. Mhm. Noch irgendwo was? Hier ist der Tarntar mal, also haben wir gleich auch was zu essen. Dann haben wir noch, glaube ich, nochmal so ein Lager, ne? Ja, siehst du mal. Dann ist auch noch was. Okay, gut. Wir haben erstmal jetzt so eine kleine Übersicht, was wir denn holen können und wo. Also ich glaube, die erste Versorgung haben wir jetzt soweit erstmal ganz gut durch. Wir haben zwar eine Medizin bei uns hinten drin. Wir haben einen Laden, wo wir Essen holen können. Und wir haben Dingswurps. Ich glaube, wir machen erstmal auf die andere Seite da fertig. Und wir haben Materialien. Das Einzige, was natürlich jetzt noch fehlt, ist Munition, klar. Hier haben wir sogar eine Klinik. Das ist gut. Aber da wir jetzt zweimal Medizin haben und unser Lager begrenzt ist, würde ich echt mal sagen, wir lassen das echt mal so. So. Guten Tag. Da vielleicht was drin, ne? Nö. Haufenweise Kisten, aber nichts drin. Ey, diese Zombies immer in den Wohnwagen, ne? Wenn dieses Bumm. Oh ja, das haben die richtig geil gemacht, finde ich aber auch. Dass da jemand den Zombies in den Wohnwagen einschüttet. So. Boah, das ist so unangenehm, ey. Oh, guck mal hier, wir haben einen Generator. Das brauchen wir nicht, weil wir... Reparaturkit.
weil wir bereits Strom haben. Das heißt, wir müssen den Generator nicht auffüllen. Das war's, ne? Hört ihr das? Na komm. Ja, das ist so. Hier ist auch nichts. Toll. Na komm. Das ist so widerlich, ey, das Geräusch. Was mir so ein bisschen fehlt, ich hoffe mal, wenn, falls es die State of Decay 3 hier geben wird, ja, hoffe ich, dass sie das mal einführen. Und zwar, was mir fehlt, ist, dass du die Möglichkeit erhältst, da eine Basis zu bauen, wie du sie willst. Also, wo du sie willst. Ich glaube, das würde ich unglaublich feiern. Und manchmal gibt es Orte, wo du dir denkst, so, Alter, hier würde ich eine Basis bauen. Du hast hier so viel Platz. Klar, das ist, braucht vielleicht auch viel an... In Arbeit und so, weil es muss natürlich auch klargestellt werden, wo kann man Sachen hinbauen und so. Ja, definitely locked. Oops, that was loud. Ja, aber das Fähnchen weiß ist, das da. Das ist ja anscheinend auch kein Zorn. Da kommt einer an. Nur mehr Schmerzmittel. Schmerzmittel sind im Grunde das gleiche wie Bandagen. Aber die haben halt... Bandage hat ihre... Ja, ihre festgelegte Stärke. Und bei den Schmerzmitteln gibt es schwache, mittel und starke. Und je nachdem, welches du nimmst, desto mehr heilst du dich auch. Und wehe, da ist kein Essen drin, ey. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wäre ich aber sauer geworden. Zwei Kühlschränke mit nur Dings drin. So, und jetzt würde ich sehr gerne die Materialien holen. Damit wir dann auch die ersten Sachen bauen könnten. So. Ich bin hier falsch. Oh, wir haben sogar Munition hier. Alles klar, wir haben alles im Grunde hier. Okay, das ist ein nettes Anfangsgebiet, muss ich sagen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mich an andere Gebiete erinnere, da ist es nicht so nett. Alles klar. Aber wir holen uns jetzt, wie gesagt, erstmal die... Ja, Packsack. Die Sachen hier. Waffeldepot. Da können wir auch mal wegen Essen. Ich will uns jetzt erstmal die Grundversorgung beschaffen. Erstmal muss die Grundversorgung jetzt gewährleistet werden. Ressourcen aufzuspüren, ne, brauche ich ja nicht. Noch mehr Ersatzteile. Wie gesagt, es ist ja eigentlich ganz nett und gut und so. Aber wir sind ja wegen was anderem hier, ne? Na, Benzin gibt's hier. Tada! So. Noch mehr Autobenzin? Also ich hatte jetzt nichts gegen, also ich habe so allgemein jetzt gegen Autobenzin und gegen Dings. Weil wenn es eine Ressource gibt, die du zu Massen findest und die du massig hast und kaum brauchst, dann ist das Benzin. Benzin brauchst du wirklich im Grunde nur, wenn du wirklich hier sowas wie Strom- oder Wasserversorgung hast, die mit Benzin auch laufen muss. Wir haben die Tankstelle nicht komplett durchsucht. Aua. Moment. Wir haben die hier noch nicht komplett durchsucht. Stimmt, ich glaube, hier waren wir noch nicht drin gewesen. Vielleicht ist hier nur noch was zu essen drin. Dann können wir wenigstens noch was mitnehmen. Dann ist unser Kofferraum auch voll. Ach, Benzin schon wieder. Ich warte erstmal, was wir hier noch finden. Da hinten ist noch ein Regal. Und ich habe irgendwie gehört, dass ein Zombie auch da. Ja, da vorne steht er. An unserem Auto. Also, um es nochmal deutlicher zu sagen. So, wenn man das Tutorial spielt, wir haben es ja gesehen. Da ist man ja erstmal in diesem... Hier ist noch mehr Benzin, sag mal. Das meine ich, man kriegt unglaublich viel Benzin auch. Hier. Was ich sagen wollte, wenn man das Tutorial spielt, ne? Dann hat man ja mit dieser Voranfangsstory, man ist irgendwo in der Stadt, will Materialien suchen, etc. pp. Dann...
dann wird ja die Begleitung gebissen. Das, also je nachdem, wer da begleitet, wird dann gebissen. Und du kommst dann in dieses Militärfeldzeitlager, wo einer sagt, so, ja, ich habe hier das, ich habe ein Gegenmittel dagegen, gegen die Blutseuche, bop. Und dann fährst du hierher. Und das war's dann im Grunde. Nur, dass deine erste Mission halt daraus besteht, dass du mir Medikamente besorgen musst und so. Und hier fängst du halt so an, strandest in der Stadt, musst du jetzt einen Unterschlupf suchen und dann anfangen, 300 Teile dann aufzubauen. Und irgendwann kommt natürlich auch die Mission wieder, du brauchst einen Anführer. Und da will ich diesmal einen bestimmten Anführer haben. So. I was thinking, wouldn't a nice workshop let us fix our broken weapons? Ja, aber es ist wichtiger, erstmal eine Dings zu bauen. Ach, das haben wir schon. Wir haben schon eine Krankenstation, alles klar. Das war mir nicht klar. So, wir haben Schlafplatz. Wir haben genug Schlafplatz, wir hätten sogar noch für einen Platz frei. 15 Lager haben wir. Können wir was aufwerten? Ich wollte das nicht aufwerten, ich wollte nur da gucken. Scheiße. Okay, wir müssen wieder los. Dreck. Aber Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren. Und beim nächsten Mal holen wir uns dann noch mehr Materialien und vor allem Munition brauchen wir. Also, bis dahin. Ciao, ciao.